Hallo Charlina. Hallo. Oh. Freut mich, dich zu sehen. Mich auch. Ich habe eine kleine Überraschung. Oh. Mach mal die Augen zu. Mach die Augen auf. Charlina, möchtest du mich, David, zu deinem Motovlog-Partner haben? Ja, ich will. Ist das der Ringfinger? Ah, jetzt kommt, glaube ich, sie dürfen die Braut jetzt küssen. Okay. Zitterst du? Ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich mit dir bin. Ja, das liegt an meinem Bauch. Genau, das wollte ich sagen. An meinem Bauch. An meinem trainierten, muskulösen Bauch. Also wir haben ja wieder unsere Helme dabei. Wir sind wieder miteinander verbunden. Und deswegen geben wir uns heute wieder unangenehme Aufgaben. Ja. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, weil beim letzten Mal hast du ja schon komplett übertrieben. Wirklich? Ich meine, ich musste twerken in der Öffentlichkeit. Das war so geil. Nein! Ready? Ich bin sowas von ready. Ready. Ich bin sowas von ready. Ja, ich bin sowas von ready. Ja. Ja. Oh, der war gut. Ich finde, dein Motorrad ist ein bisschen zu laut. Verzeihung, Boss, die Zeit. Geht schon wieder in eine ganz falsche Richtung hier. Soll ich dir die erste geben oder du mir? Derjenige, der als erstes eine Aufgabe hat, kann sie gerne stellen. Okay, dann fange ich an. Die nächste Frau, die du mittleren Alters sehen wirst, zu der musst du hingehen und ihr sagen, dass sie so sexy ist und sie dich an deine Mutter erinnert, ob du sie auf ein Date ausführen kannst. Ja, super, das mache ich. Hier, die da drüben? Ja, die sieht zwar nicht so mittleren Alters aus, aber probier's. Sorry. I have a question. You look so hot. You remind me a little bit of my mom. Can I maybe take you on a date? No. No? I'm married. I'm sorry. Lucky husband. Bye-bye. Ja, sie war verheiratet. Du hast gerade einer Asiatin gesagt, dass sie dich an deine Mutter erinnert. Das passt ja mal gar nicht. You're so sexy. You remind me of my mom. Aber sie hat gelacht. Sie war erst ein bisschen verwirrt und dann hat sie so gedacht, so holy shit, okay. Er meint das wirklich ernst. Ich habe sie auch ganz serious angeguckt. Geil. Dann bist du als nächstes dran. Ja. Siehst du diese orangene Pylone da? Ja. Die nimmst du mal, schlüpfst dann da rein. Boah, ist die schwer. Ist die schwer? Ja, da ist so ein Reifen drumrum. Oh, mein Helm, hast du das gehört? So, dann läufst du jetzt einmal hier auf die Straße drauf. Du sagst mir, wenn ein Auto kommt? Ja, ja. Dreh dich mal um, 180 Grad. So, und jetzt lauf mal geradeaus. Ich will nicht verhaftet werden, ja? Jetzt lauf mal zum Bürgersteig. Mann, ich sehe keinen Bürgersteig. Ja, und da kommen zwei Typen, dann sagst du jetzt Stopp. Rechts nach rechts, drehen nach rechts, drehen. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Umdrehen, umdrehen, umdrehen und dann Stopp. Stopp! Stopp! Where are you going? Where are you going? Okay. I'm so sorry. Where are you going? Du bist denen einfach hinterhergelaufen. Dein Pulli ist ein bisschen dreckig. Oh shit, ein bisschen sehr. Die Leute im Restaurant gucken schon. Gott, deine Hose auch. Alles ist dreckig. Hallo, mein Name ist Charlina und ich arbeite auf der Baustelle. Hast du sehr gut gemacht. Bin stolz Danke. Auf dich. Also an deiner Stelle würde ich jetzt in das nächste Restaurant reingehen und fragen, ob die das neue Mayo-Kamm verkaufen. Wenn die dann fragen, was, sagst du, naja, die neue Mayonnaise, die mit Kuhsperma gemischt wird. Das wird so unangenehm. Geh einfach direkt zu American Social. Ich soll jetzt zu American Social gehen, da wo ich gestern Abend gegessen habe. Richtig. Boah, Alter. Scheiße, ich hoffe, die erkennen mich nicht. Oh Mann, Alter. Oh. Hi, are you from the restaurant? Are you selling like the new mayo cum? The mayo cum? It's like mayonnaise with some cum from a cows. No, I don't think so. No? You might know. Are you selling the new mayo cum? The new what? The new mayo cum? Mayo cum. It's like mayonnaise with cow cum. No? Oh, okay. But thank you, I really appreciate it. Bye bye. Ich liebe es, wie du immer so ernst bleibst. Mayo, komm! Wie komme ich überhaupt auf sowas? Ich wollte gerade sagen, also Freunde, jetzt wisst ihr mal, was in Charlinas Kopf so abgibt. Mayonnaise und Sperma.
ich habe eine richtig unangenehme Aufgabe für dich. Siehst du ihn da drüben? Ja. Geh mal jetzt rüber, frag, ob du ein Telefonat machen kannst. Dann rufst du fiktiv deinen Boyfriend an und schreist total rum. You fucking asshole, you cheated on me, it's over. Geh du mal ran, ich gebe meine Nummer ein. Was? Excuse me? Do you mind if I use your phone real quick for a phone call? Sorry, you're in a rush or something? A little bit. It's just really quick. Thank you so much, appreciate you. Hello? You're a fucking asshole, you cheated on me, it's over. Ich kann nicht ernst bleiben. No, I hate you. You're a fucking cheater. I saw you with her. Sorry. Jetzt hat er meine Nummer. Daran habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist ja richtig dämlich. Wow, Charlina. Wow. Oh mein Gott. Ich habe dir gesagt, ich kann alles, außer so unhöflich sein oder irgendwie. Ich kann das nicht. Ey, frag die beiden, ob hier irgendwo in der Nähe ein Sex-Shop ist. Gay-Sex-Stuff. Doch, doch. Oh mein doch, Gott, nein, das kann schnell. Ich nicht machen. Excuse me, guys. Oh mein Gott. He has a question for you. Ja, die laufen weg. Oh nein, die kommen wieder. Echt jetzt? Die kommen wieder her. Oh nein. Oh mein Gott. Oh Mann. He thought you guys were hot, so he had a question for you. Yeah, it's just, I'm from Germany, and I'm looking for, like, is there somewhere, like, a sex shop? Yeah, like, a gay sex shop? I'm looking for it, no? Sorry. No? Oh, I didn't know if you guys were a couple, sorry. You're not? Oh, okay. Okay. Sorry, but have a nice day. We just saw two handsome guys, so. Okay. Okay, thank you, though. Das war bis jetzt das Unangenehmste, was ich gemacht habe. Wirklich, kein Scheiß. Die haben mich auch so angeguckt. Ich dachte mir so, wenn ich jetzt sage, ich gucke nach einem schwulen Sexshop, die hauen mir gleich auf die Fresse. Wie ich die dann noch fronte und sage, ich dachte, ihr werdet fahren. Lass uns bitte jetzt hier wegfahren. Bitte. Die lachen sich immer noch kaputt. Boah, war das unangenehm. Ich hasse dich so sehr, Charlina. Oh mein Gott. Auch in Amerika am Start, Y-Food. Flüssige Trinkmahlzeit, in dem Fall Happy Banana, die ich leider schon ausgetrunken habe, weil ich so Hunger hatte. No joke. Wenn ihr unterwegs seid, so wie ich jetzt gerade, und ihr wisst einfach nicht, was ihr zwischendurch essen sollt, probiert Y-Food. Ihr bekommt mit David-YouTube 10% Rabatt auf das gesamte Y-Food-Sortiment. Du hast es auch schon beim letzten Mal probiert. Ja, richtig nice. Ich habe ein bisschen gehofft, dass du mir vielleicht eins mitbringen wirst. Boah, Mama Mia! Hinterher da! Beim nächsten Mal. Ich komme wieder. Hazelnut, please. Hazelnut, please? Okay. Ich bringe 2, 3, 4, 5 Hazelnuts mit. Ja. Ja. Danke. Bitte. Oh, ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben auch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja! Geil. Das ist einfach ein komplett verchromter Tesla. Der ist echt holy nice. Shit. Schau mal, wie du dich darin spiegelst. That's so cool. I get blinded by your car. Ja. Thank you. Krass. Okay. Junge, sie gibt richtig Gas. Siehst du hier den Porsche vor uns? Ja. Also ich würde gleich mal an deiner Stelle neben ihn fahren und ihn fragen, ob er ein Rennen mit seiner langsamen Kiste haben will. Okay. Do you wanna have a race in your slow car? You wanna race? Er war voll angepisst. Ja, natürlich. Er fährt einen Porsche 911 Turbo S und du hast es gerade langsam genannt, das Ding. Du machst immer gemeine Sachen. Also wir gehen jetzt irgendwo hin und du musst jemanden dazu kriegen, mit dir ein Lied zu singen. Okay, easy. Das kriege ich locker hin. Ey, kannst du meinen Rücken mal kurz knacken? Kannst du das? So beim Umarmen und dann so... Oh, warte, ein bisschen höher nochmal. Oh, WTF. Danke. Das hat so oft geknackt. Ja, das habe ich gebraucht, danke. Bitteschön. Okay, let's go, David. So, pass auf. Bin hier gerade mit Charlina und wir spielen Wenn ich du wäre. Und ich muss jetzt gleich einen Song singen mit irgendeinem Passanten zusammen. Und du tust einfach so, als würdest du das dann voll feiern. Okay, warte, ich geh mal los. Sorry, one question. Are you from the US? Yes. I have my friend on the phone. He's from Germany and it's his birthday. I just want to find someone who can sing like happy birthday with me together. Are you in? Yeah, okay, so his name is Roberto. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Roberto. Happy birthday to you. Woo!
Happy birthday! Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Wie süß sind die denn? Oh mein Gott. Freunde, ich bin wieder unterwegs mit Charlina. Mit wem auch sonst? Guck mal hier, das sind die beiden Meere. Weißt du, meine Urgroßväter, die haben schon damals die Kontinente hier erobert. Und heute bin ich hier. Mit dir werde ich neue Kontinente erobern. Zusammen sind wir die Eroberer. Die Eroberer. She's a little bit crazy, you know. Der hat mir einfach angefangen zu filmen. Hätte ich jetzt keine Leggings angehabt, hätte ich auch angefangen zu twerken. Aber mit einer Leggings kann man immer nicht so gut twerken. Riechst du das? Diese frische Brise. Meer, Palmen, Sand. Okay, können wir wieder unseren legendären Sprung machen wie letztes Mal? Drei. Eins, zwei, drei. Ey, du hast genauso gelacht jetzt wie beim letzten Mal. Wirklich? Ja, das war genau gleich. Drei, zwei, eins. Oh, boah. Lass mal tanzen. Tanzen? Ich kann nicht tanzen. Wie funktioniert denn das? Was tanzen wir denn? Wie heißt denn das? Walzer? Salzer? Salzer. Salzer? Du kannst auch nicht tanzen, oder? Nee. Du bist der Führer. Ja, okay, ich bin der Führer. So? Warum guckst du so aggressiv? Das Salzer ist aggressiv. Jetzt eine Pirouette. Da! Wow! Was geht hier ab? Boah, was für Squad Goals. McLaren, noch ein McLaren und Ferrari. Junge! An diese Stühle erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Deswegen dachte ich mir, warum drehen wir den Spieß heute nicht einfach mal um? Der in dem lilanen Hemd, der dort sitzt. Ja. Der ist in so einer kreativen Phase. Schau mal hin. Der denkt sich gerade so, boah, ich brauche Inspiration. Und du kannst seine Inspiration sein, indem du ihm einfach mal zeigst, so, hey, my name is Shay Shay, Charlina, aka the Bubble Butt. And I show you what the Bubble Butt can do. Oh, er hat sogar ein Buch da. Hi, can I sit down for a second? Cool, thank you. My name is Sasha, aka Bubble Butt. Can I show you what that Bubble Butt can do? Bubble Butt? My booty? I practiced a long time. Did you like it? Remember me as Sasha, aka Bubble Butt. Have a good day. Das war das Randomste, was ich jemals gemacht habe. Nice bike, man. Was? Wie laut war die Karre denn? Hast du die 10 Sekunden Pause mitbekommen von mir, wo ich so war, was muss ich jetzt nochmal machen? Dann war ich so, ah, Cha-Cha, Bubble Butt, Twerken. Ah, okay. Es war mir eine Freude. Mir auch. Weitere Videos folgen mit Sasha Charlina. AKA Bubble Butt. Love, no, it's hard to keep. Even when it gets tough and you wanna leave.